Bienvenido a las noticias de música. El tema de hoy, Bruno Mars. Talentita. Talentita. Bang, bang, gorilla. Klausen und Klausinen, denn heute geht's bei uns um das neue Video von Bruno Mars zum Song Gorilla. Der Track ist die vierte und aktuellste Single-Auskopplung aus dem Album Unorthodox Jukebox und Bruno Mars sagt es selbst zu dem Song. Es war der erste Song, den wir für das Album geschrieben haben und dieser Track hat quasi den roten Faden für das Album vorgegeben und auch als Inspiration für das CD-Cover gedient. Letzte Woche hat Bruno Mars den Clip zu dem Song auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht und das Teil ist mal richtig sexy geworden. Vom Video hat so ein bisschen B-Movie Grindhouse Robert Rodriguez Charakter und auch das ganze Setup und wie das aussieht, erinnert mich ein bisschen an From Dusk Till Dawn. Meine Meinung. Viel Video. Alle sind total sexy verschwitzt und die Hauptrolle spielt Frida Pinto. Die kennt ihr vielleicht aus Slumdog Millionär und die ist als Stripperin. Übernice. Krasse Tuss. Die Gute kommt auf die Bühne stolziert, es gibt Lichter, Feuer, Regen von oben und dann wird die Stange mal so richtig missbraucht. Könnt ihr auch mal meine Stange missbrauchen? Rumgemacht wird auch im Auto und die Szene erinnert mich so ein bisschen an Brokeback Mountain, als hier Jake Gyllenhaal zusammen mit Anne Hathaway ein bisschen rumgeschleckt hat hier im Karren. Die Geisterszene findet man aber ungefähr in der Mitte des Videos, als Frida Pinto direkt vor Bruno Mars auf die Knie geht, ihm direkt mit ihrem Blick in die Augen glotzt und dann, warte, seine Gitarre leckt. Inhaltlich geht's in Gorilla darum, sich so zu lieben wie Gorillas. Hört sich ja auch wirklich sexy, super animalisch und total wild an, aber in echt sieht das ganz anders aus. Naja, vielleicht geht's außerhalb der Zoo-Wände ein bisschen wilder zu. Ich wünsche mir das ja für die Gorilla-Männchen und auch für die Gorilla-Weibchen. Aber bei Bruno Mars im Video, da geht's richtig zur Sache. Am Ende des Videos läuft Bruno Mars weg und verwandelt sich in einen Gorilla. In welches Tier würdest du dich verwandeln, wenn du könntest? Und warum? Post es unten in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video mit all euren Freunden, abonniert den Kanal und wichtige Sache, musicnews@jamfm.de. Ich will eure Bilder und ich habe auch schon geile geschickt bekommen. Kevin Müller hat mir dieses Bild geschickt. Kevin, geile Frisur, du kommst natürlich hinten an die Wand. Dieses Bild kam von André Tams, der hat sich richtig gut selber ausgeleuchtet. Ich hoffe, du hast nicht alles selber aufbauen müssen, sondern hast ein Foto-Assi dabei gehabt. Geiles Bild, kommt an die Wand. Christian Nosti hat dieses Bild geschickt, der Gute mit seinem Retro-Drivers-Pullover. Auf der Gamescom war er da an dem Zeitpunkt. Kommt natürlich an der Wand. Und weil ich mir natürlich Zeit für die Community nehme, zeige ich euch gleich mal noch ein Bild. Und das Bild hier kam von Anita, die gemeint hat, Mensch, ist ja so ein super Kanal, ey. Toll, dass du den jetzt auch alleine weitermachst, wo Ben weg ist. Danke, Anita. Und weil wir gerade auch bei Ben waren, habe ich noch dieses wunderschöne Bild geschickt bekommen von Elvira. Die hat Ben getroffen am Videoday dieses Jahr und hat gemeint so, ey, ich schicke dir mal so ein Bild von mir und Ben und dann ist Ben auch immer bei dir und du fühlst dich nie so alleine und dann ist wieder alles gut so und... Danke Elvira, kommt natürlich auch an der Wand. Und weil Community-Aktionen ja immer so wichtig sind und man dadurch ganz viele Klicks bekommt und reich wird davon, habe ich ja auch noch eine kleine Community-Aktion gestartet. Letzte Woche Freitag haben wir ja die 20.000 Abonnenten geknackt. Und ich habe gesagt, pass mal auf, Freunde, jeder, der unter dieses 20.000 Abonnenten-Video drunter postet, den werde ich erwähnen und zwar in dem längsten YouTube-Comment-Rap-Feature oder wie auch immer ich das genannt habe, der ganzen Welt. Ihr klickt einfach das Video jetzt gleich in der Endcard an, dann schreibt ihr unten in die Kommentare euren Namen und eure Line. Ich verpacke die in einen Rap-Song und nächste Woche Freitag gibt es das Video. Bis diese Woche Freitag dürft ihr noch drunter posten. Danach kann ich den Kommentar leider nicht mehr mit einbauen. Also irgendwann ist dann auch Schluss mit der Freundschaft. Hast du verstanden? Danke fürs Zuschauen, Freunde. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Und hey, Tobi, gib mal 5. Hab ich? Ja. Haut da.
por favor, burrito, tortilla, grande guacamole.